Ihr Ass im Kampf gegen Zahnfleischprobleme und Parodontose. So, meine Damen und Herren, liebe Tennisfreunde, hier haben wir die 24-Jährige aus Madrid im Bild. Nur 1,63 Meter groß, verfügt über eine sehr, sehr gute Beinarbeit. Die Linkshänderin hat aber natürlich bei weitem nicht die Waffen und Möglichkeiten, hier eine Steffi Graf zu gefährden. Ich habe mich ein bisschen unterhalten am heutigen Vormittag mit den Kollegen des spanischen Fernsehens. Die sagten, Gala Leon García geht wirklich nur zum Händeschütteln nach vorne, ansonsten wuselt sie die Grundlinie rauf und runter. Und sie wird, denke ich mal, viel, viel laufen müssen heute gegen Steffi Graf, die sie eigentlich nur selbst in Gefahr bringen kann hier bei dieser Auftaktpartie. Man muss sicherlich noch mal ein bisschen was sagen zu dem verlorenen Spiel von Steffi Graf gegen Anna Kournikova in Eastbourne. Da spielte Steffi sicherlich ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil die Plätze nach diesen vielen, vielen Regenfällen noch ein bisschen feucht waren. Hat da sicherlich nicht alles gegeben, nicht alles riskiert. Wirkte vor allem von der Vorhandseite her ein bisschen ängstlich. Und dann gab es ja auch noch einige für sie negative Entscheidungen seitens der Linienrichter. Bei 4-4 im dritten Satz muss Steffi dann fast ausgerastet sein, verlangte. Und das ist bei ihr nun wahrlich nicht üblich. Gleich die Oberschiedsrichterin Ann Jones wollte, so war zu hören, einige Linienrichter austauschen lassen. Verlor dann ihr Service und letztlich auch das Match. Aber hier in Wimbledon ist alles natürlich völlig anders. Die Plätze wesentlich schneller. Und das war natürlich auch für Steffi zunächst mal eine Umstellung. Körperlich in guter Verfassung, das war von allen Seiten zu hören, hat sich wieder mal ein Haus gemietet hier draußen in Wimbledon. Allerdings nicht mehr das, das sie in all den erfolgreichen Jahren benutzte. Vermutlich war sie da ein bisschen zu spät dran mit dem Ordern. Und wenn man halt ein Jahr aussetzt hier in Wimbledon, dann sind die besten Objekte weg. Jetzt geht's los. Steffis Nervosität ist zu spüren. Vor 6 Wochen, so meinte Steffi Graf kürzlich, hat sie noch gedacht, mit dem Tennis aufhören zu müssen, weil immer wieder was Neues kam. Führung der klaren Außenseiterin Gala Leon García. First game. Erstes Aufschlagspiel von Steffi Graf, der natürlich Matchpraxis viel trainiert hatte, genügend. Aber Match und Training, das sind natürlich zwei Paar Stiefel. Thank you.
41. Der ist weg. Also, Ausgleich 1:1. Von Steffi Graf. Die, als es in den Tagen von Birmingham so fürchterlich viel Regen gab, sich ins Auto setzte und mal für einen Tag hierher kam, auf die Anlage, war natürlich menschenleer, aber sie hat es richtig genossen. Sich hier auf die Tribüne gesetzt, des altehrwürdigen Center Courts, und einfach mal diese ganz besondere Stimmung in sich aufgesaugt. Jetzt ist sie doch mal vorne. Die kleine Dame aus Madrid. Gespielt, à la bonne heure. 14. Gala Leon García übrigens momentan in der Weltrangliste an Position 49 stehen. Auch Steffi ist wieder drin. Im Augenblick die Nummer 75, war ja Anfang Juni rausgeflogen aus der Weltrangliste, weil sie die drei Turniere nicht mehr nachweisen konnte, die man braucht. Und ein zweites souveränes Aufschlagspiel der Spanier. Momentan noch viele Unsicherheiten im Grundlinienspiel von Steffi Graf, aber ich bin sicher, das wird sich im Verlauf dieser Partie bessern. Let Füsse. Oh. 30 left. Ladies and gentlemen, once again, please no flash cameras. Thank you. Erneut die Aufforderung der Stuhlschiedsrichterin an die Tennisfans, nicht mit Blitzlicht zu fotografieren. Und doch passiert es immer wieder. Hier das Aufschlagtempo mitgenommen von Gala Leon García. Galt mal als ganz großes Talent im spanischen Tennis, konnte aber die Erwartungen bislang nicht erfüllen. 47.
Game is gone. In dem Moment, wo Steffi das Tempo ein bisschen anzieht, wird es zu schnell für die 24-jährige Sandplatz-Spezialistin. 2:2, Ausgleich. Steffi versucht locker zu werden. Ist ja lang her, dass sie hier auf dem Platz gestanden ist. Vor 2 Jahren war es in Wimbledon im Finale. Sieg gegen Arantxa Sánchez Vicario, 7. Titel. Ein bisschen viele Rückhandfehler. Mit der Rückhand war sie auch nicht zufrieden im Match gegen Kournikova in diesem Viertelfinale von Eastbourne. Hat die Spanierin möglicherweise nicht mit diesem Rückhand 3 von Steffi gerechnet. Daraus resultierend möglicherweise dieser Volleyfehler. Schöner, langer Aufschlag. Herrliche Vorhand. So ein Schuss muss er jetzt einfach mal auch das nötige Selbstvertrauen geben. Advantage, Miss Graf. Ah, da hätte Steffi Gross gehen müssen, keine Frage. Seite war frei. Aber das sind halt die Dinge, die man halt nur durch viel, viel Matchpraxis in den Griff bekommt. Jawohl! Schade, dass dieser tolle Rückhandschuss nicht belohnt wurde. Bärs gespielt von Steffi Graf.
advantage, Miss Graf. Gestern wurde übrigens Heinz Günthert, Steffis Coach, von amerikanischen Presseleuten gefragt, ob er denn im Spielsystem von Steffi ein bisschen was geändert hätte in der doch langen Pause. Oh. Da meinte er, was soll ich denn ändern nach all den Jahren? Sie muss ja froh sein, wenn sie ihr erfolgreiches Spiel wieder so richtig in den Griff bekommt und sie liegt Break vor. Steffi drückt schon wieder mal gewaltig aufs Tempo, ist längst zurück auf dem Platz, bevor die Schiedsrichterin ihr Time loswerden konnte. Das sechste Spiel. Love 15. Die Buchmacher hier in London halten übrigens große Stücke von Steffi Graf, der siebenmaligen Siegerin. Quote 5:1, ebenso wie bei Monika Seles übrigens. 15-0. Höher bewertet nur die Titelverteidigerin Martina Hingis. Steffi ein bisschen umgeknickt da vorne. 30-15. Unnötiger Vorhandfehler. Breakchance jetzt für Gala Leon Garcia. Auf der Linie. Das hat auch Steffi so gesehen. Wie gewonnen, so zerronnen. Drei beide. Three games all. Ja, die spielt natürlich locker drauf los, die 24-Jährige aus Madrid. Was hat sie schon zu verlieren gegen die große Steffi Graf? Krasse Außenseiterin. Hält sich wacker. Zaubert jetzt sogar ein bisschen. Also da haben mich die Kollegen des spanischen Fernsehens doch ein bisschen angeschwindelt, als sie meinten, die geht nie im Leben nach vorne, die bleibt stur hinten an der Grundlinie kleben. Sadila. Let second serve. 30-15.
der ist gut. Viele Bälle von Gala Leon Garcia unmittelbar an die Linie rangespielt. Stopp von Steffi Gutz. Gegenstopp noch besser. 4-3 für Leon Garcia. Also Respekt vor der Leistung von Gala Leon Garcia, die möglicherweise hier und heute das beste Match der letzten Jahre bestreitet. Oh. 15 left. Auch der ist gut. Es läuft natürlich schon auch ein bisschen glücklich, das muss man sagen, für die 24-Jährige. Game is drawn. Ausgleich zum 4-4. Erster Satz geht in die entscheidende Phase. Weil ich zuvor das Match schon mal ansprach zwischen Steffi Graf und Anna Kornikova in Eastbourne. Auf Kornikova kann sie nicht treffen in diesem Jahr hier in Wimbledon, denn die Russin hat heute zurückgezogen, ist verletzt. Näheres gibt es bei uns sicherlich später. Da Steffi doch immer wieder diesen Rückhand-Drive einsetzt, zeugt eigentlich schon davon, dass sie selbstbewusst ist, dass sie Vertrauen hat in ihre Schläge. Aber auf der Rückhandseite ist Steffi doch schwer verwundbar im Moment.
Und das weiß natürlich dieser kleine Wirbelwind aus Madrid. Help. 43. Aber da war vorher schon die Chance dafür, Steffi, den Punkt zu machen bei einer Vorhand, die sie dann falscherweise in die verkehrte Ecke schickt. Tschüss. Und wieder hat sie Glück, diese Gala Leon García, dass erneut ein Ball bei Steffi auf der Linie landet. Advantage, Miss Groff. Schade. Also das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen, wenn der dann noch über die Netzrolle gekullert wäre. Aber sie hält wirklich bravourös mit. Juice. Sehr guter erster Aufschlag. Dritter Anlauf von Steffi, jetzt noch mal einen Break zu schaffen. Bis jetzt noch kein Return Winner der Deutschen, vielleicht jetzt mal. Der ist weg. 5-4 für Steffi Graf. Und das müsste doch jetzt sein. Muss doch reichen zum Gewinn des ersten Satzes. Miss Graf, please. Wir erlöse uns und mach jetzt bitte diesen ersten Satz zugespielt. Momentan 32 Minuten. Fifteen. 15-0.
15:30. That you. Hey. 40:30. Satzball für Steffi Graf. Schön aufs Tempo gedrückt. Von der siebenmaligen Wimbledon-Siegerin. Erster Satz ist unter Dach und Fach. Jetzt kann sie mal ein bisschen durchatmen. Ich denke auch, sie wird sich jetzt im zweiten Satz steigern. Da war noch einiges ziemlich unrund in diesem ersten Durchgang. Aber auf der anderen Seite, die Spanierin überraschend stark auf diesem schnellen Belag. Love 15. Und sie hat ein Händchen. Diese Gala Leon García. Tolles Ballgefühl. 15. Herrliche Rückhand. So offensiv sieht man sie selten bei Steffi Graf. Out. Ja, der Ball war aus. Da kommt es nochmal in der Zeitlupe. Spanierin beschwert sich zwar, Gala Leon García, aber Steffi ist da fast zu Tode erschrocken, als da kein Ruf kam. Und Jane Tabor bleibt dabei. 15:40. Ab und zu hat man das Gefühl, fehlt Steffi noch ein bisschen das richtige Timing. Juice.
Advantage, Miss Leon Garcia. Let for serve. Endlich mal ein Return-Winner von Steffi Graf, der erste in dieser Partie. Klasse gespielt. Advantage, Miss Leon Garcia. Game, Miss Leon Garcia. Herrlicher, nach außen gezettelter erster Aufschlag. Und das erste Spiel im zweiten Satz geht doch noch an die junge Dame aus Spanien. Apollinaris, the Queen of Table Waters. Erstes Aufschlagspiel von Steffi Graf im zweiten Satz. Let for serve. Und für Sie wieder ein paar Ergebnisse von den Nebenplätzen. Mary Pierce ist raus. Wäre ja mögliche Gegnerin im Achtelfinale von Steffi. Wenn Steffi hier weiterkommt, wird sie das nicht ungern hören. Love 50. Ja, leider Jens Knipschild nicht mehr mit dabei, aber wir wissen natürlich, wie gut dieser Mark Woodford vor allem auf Rasen spielen kann. 15. Steffi sollte sich ruhig öfter da vorne am Netz blicken lassen. Ich muss wirklich sagen, diese Gala Leon Garcia spielt heute wirklich auf einem beachtlichen Level. Völlig unbekümmert. Einfach drauflos. Juice.
Advantage, Miss Graf. Juice. Wieder Steffi ein bisschen spät dran bei dieser Vorhand. Help. Advantage, Miss Graf. Score. 1-1 Ausgleich von Steffi, die seit 14 Tagen wieder das normale Trainingsprogramm aufgenommen hat, gemeinsam mit Heinz Günthert. Sagte ja, sie hat die Arzt-, Praxen- und Reha-Zentren jetzt wirklich satt mit auf dem Platz für Spielen. Love 15. Let for serve. Oh, der war sogar noch gut. Oh, da hat's aber Glück gehabt. 30. Das war kein gelungener Flugball. Das weiß ja auch Steffi. Bisschen geschupft. Schade. Laufarbeit wurde nicht belohnt. Juice. Advantage, Miss Graf. Juice. Die Rückhand muss definitiv besser werden, wenn Steffi Graf hier weit kommen will bei diesem Turnier.
I'd varnish with Leon Garcia. Kann ich eigentlich überhaupt nicht verstehen, warum Gala Leon Garcia vornehmlich von hinten ihr Spiel aufbaut. Die wirkt hier und heute sehr souverän. Vorne am Netz hat er nun wahrlich ein gutes Händchen, viel Touch. Tschüss. Advantage with Leon Garcia. Advantage, Miss Graf. Na also, Steffi, es geht doch. Break zur 2:1 Führung im zweiten. Miss Graf leads 2 games to 1. The Queen of Table Waters. So um die 30 Unforced Errors, schätze ich mal, dürfte Steffi Graf momentan auf ihrem Konto haben. Ich denke mal, so 2/3 davon sind ja auf der Rückhandseite passiert. Da muss sie unbedingt noch dran arbeiten. Da wirkt sie mir deutlich zu unsicher. Aber hier hat sie es klasse gemacht. 15 Love. Zumal ja Steffi diesen Rückhandslice nicht nur defensiv einsetzen kann, sondern sehr, sehr viel mit diesem Schlag in der Offensive bewirken kann. 30 Love. Forty fifty. Noch ein Doppelfehler von Steffi Graf, die bemerkenswerterweise sich hier den Ball nochmal geben ließ, mit dem sie den ersten Aufschlag versemmelte. Ungewöhnlich. Game is Graf. Aber wie auch immer. 3:1 Führung in Satz Nummer 2.
fast eine Stunde gespielt. Ungewöhnlich lange für ein Auftaktmatch von Steffi Graf, wenn wir uns erinnern, wie sie früher in der ersten Runde ihre Gegnerin vom Platz getrommelt hat. Love 15. Gut aufgerückt. Love 30. Ja, jetzt spielt sie aggressiver. Die Nummer 75 momentan im WTA-Computer. Drei Breakchancen zum 4-1. So hat sie siebenmal dieses Turnier gewonnen mit dieser druckvollen Vorhand und dann mit dem finalen Schuss 6-4, 4-1 für Steffi Graf. Apollinaris, the Queen of Table Waters. 15 left. Also im Moment läuft's absolut rund für Steffi Graf mit dem Satzgewinn. Im Rücken ist sie logischerweise lockerer geworden. Übrigens ganz interessant, das ist gleich ein Programmhinweis. Wir haben eine Offensivreportage über Steffi und das Juniorenteam. Morgen zu sehen, 21:15 nur hier bei uns im DSF, logischerweise. Game is gone. Full change, please. Steffi nun wesentlich druckvoller spielen und hat auch jetzt ihre Unforced Errors deutlich reduziert. Eine Stunde, zwei Minuten sind gespielt. Lang wird es nicht mehr dauern. Dann steht Steffi Graf in der zweiten Runde. Hat ja nur einmal in der ersten Runde verloren. Hier bei diesen All England Championships. Sie erinnern sich, damals Gegnerin Laurie McNeil. Love 15.
15. Correction, the ball's good. First serve. Herrlich! Ganz interessant übrigens im Spiel gegen Kurnikova in Eastbourne. 15-30. Wurde Steffi von der Russin permanent auf die Vorhandseite serviert und Steffi riskierte keinen einzigen Vorhand-Longline, spielte immer nur den Sicherheitscross. Das ist hier und heute anders. Steffi auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Matchball nach einer Stunde und drei Minuten. Tschüss. Advantage is Leon Garcia. Let first serve. Juice. Ein bisschen Glück gehört dazu, so wie in diesem Fall. Advantage with Graf. Nächster Matchball. Das muss es gewesen sein und das ist es auch. Steffi gewinnt ihr Auftaktmatch letztlich deutlich mit 6-4 und 6-1 gegen eine wirklich beeindruckend frisch aufspielende Gala Leon Garcia. Ich denke mir, Steffi ist erleichtert. Das erste Match ist immer relativ schwer, zumal nach einer so langen Pause. Wenn wir ganz weit nach vorne gucken im Draw, dann könnte sie im Viertelfinale auf eine ganz, ganz arrivierte treffen, auf Monika Seles. Die muss heute auch ran. Die ist drüben auf dem Einsern. Dort sitzt Uwe Sembrau. Tennis im DSF wurde Ihnen präsentiert von Parodontax. Ihr Ass im Kampf gegen Zahnfleischprobleme und Parodontose. Wimbledon. Zahnfleischprobleme und Parodontose. Ja, meine Damen und Herren, liebe Tennisfreunde, das hat Steffi Graf doch sehr bewegt, wie sie hier empfangen wurde. Nach diesem Jahr Pause auf dem Hauptplatz, auf dem Center Court. Sie hatte gar nicht erwartet, dass sie dort spielen darf bei ihrer Erstrundenpartie an 4 gesetzt. Aber ich meine, das war wirklich eine schöne Geste der Offiziellen, der Funktionäre, dass man ihr das hat zukommen lassen. 7-mal hat sie das Turnier gewonnen, irrsinnige Matchbilanz auf Rasen. Hier in Wimbledon 67 Siege, nur 5-mal ging sie als Verliererin vom Platz. Das ist ihre Gegnerin, 19 Jahre jung, Henrietta Nagyova aus der Slowakei. Steht in der Weltrangliste ziemlich weit vorne an Position 23. Aber ich denke nicht, dass sie die Möglichkeiten hat, hier Steffi Graf zu gefährden. Mutter Heidi sehen wir da, rechts daneben Heinz Günthert, Hans Engert, Mann mit der Sonnenbrille,
der das Management von Steffi Graf übernommen hat. Beiden haben übrigens noch nie gegeneinander gespielt. Weil ich zuvor die gute Grasbilanz von Steffi ansprach, bei ihrem letzten Match, das sie hier in Wimbledon bestritt, 96, Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario, Sie erinnern sich, es war damals übrigens ein Jubiläum, es war ihr 100. Turniersieg. Der Einser hier natürlich jetzt noch bestens in Schuss. Sehr, sehr schönes Stadion. Steffi wird begeistert sein. Hat sich hier einiges verändert. Ladies and gentlemen, Miss Nagyova won the toss, elected to serve. Also, das haben wir gerade gehört, Henrietta Nagyova hat die Wahl gewonnen und sich für Aufschlag entschieden. Das ist der Ted Watts, Stuhlschiedsrichter dieser Partie, kommt aus Broomfield in Kent. Hier sehen Sie herrliches Wetter, paar kleine Wölkchen, aber überhaupt keine Regengefahr. Beste Bedingungen also und hoffentlich sehen wir auch ein interessantes Match. Miss Nagyova deserves first set. Play. Love 15. Love 30. Super. Also Steffi spielt heute von Beginn an ganz anders als am Montag gegen die Spanierin Leon García, als sie doch ein bisschen gehemmt war, sich in der Anfangsphase nicht so recht traute durchzuziehen. Heute absolut souverän, selbstbewusst, weiß, es kann ja eigentlich nichts passieren. Game is Graf. Also ganz locker das erste Spiel von Steffi Graf, gleich ein Break. The Queen of Table Waters. Mit der Art und Weise, wie Steffi dieses erste Spiel bestritten hat, wird sie ihre 19-jährige Gegnerin sicherlich noch ein bisschen mehr eingeschüchtert haben. Jetzt also erstes Aufschlagspiel von Steffi Graf. Let for serve. Fifteen all.
ist ein bisschen umgeknickt, die Henrietta Nagyova. Hoffentlich hat sie sich da nicht wehgetan. Sorry, 15. Da ist es passiert. Haben wir es nochmal gesehen. Auch Steffi schaut ein bisschen besorgt auf die andere Seite. Das wäre natürlich bitter. Genauso hat Steffi gerne, wenn sie die Ballwechsel über ihre Vorhand bestreiten kann. Irgendwann drückt sie dann aufs Tempo und macht dann logischerweise auch den Punkt. Game, Miss Graf. Miss Graf leads 2 games to love. Taktisch gut gespielt von Henrietta Nagyova, Steffi da auf der Rückhandseite zu halten, um dann nach vorne zu gehen, aber dann darf natürlich so ein Flugballfehler nicht passieren. Mit diesem Stopp wollte Steffi sicherlich mal kurzfristig die läuferischen Qualitäten von Henrietta Nagyova überprüfen. Ball im Aus und das nächste Break, 3-0 für Steffi. Wimbledon. Henrietta Nagyova übrigens zum ersten Mal hier in Wimbledon in Runde 2. Setzte sich durch am Montag gegen die eigentlich stärker eingeschätzte Amy Fraser aus den Vereinigten Staaten. Zweites Aufschlagspiel von Steffi. Love.
Nummer geht mir sehr. Für Sie von den Außenplätzen. Let for serve. Wunderbar, diese Vorhand von Steffi Graf. Also das sieht sehr gut aus, was sie uns da zeigt in den ersten vier Spielen dieser Zweitrundenpartie. Erst insgesamt 5 Punkte gab es für Henrietta Nagyova. Guter Aufschlag. Let for serve. Auf der Linie von Steffi. Bisschen glücklich, aber insgesamt sehr, sehr schön gespielt. Erst ein einziger Vorhandfehler von der 7-maligen Siegerin dieses Turniers. Er ist weit im Aus. Nächster Breakball.
Game is grown. Es ist wirklich ein ideales Match für Steffi. 5-0 Führung. Time. Ja, die arme Henrietta Nagyova muss sich im Moment so fühlen wie 88 im French Open Finale Natascha Zvereva, die von Steffi Graf damals mit 6-0, 6-0 vom Platz gefickt wurde. 88 war das große Jahr der Gräfin, als sie alle vier Grand Slam Turniere gewinnen konnte. Und auch noch Olympiasieg damals. Und ihr einziger Doppeltitel in Wimbledon in jenem Jahr an der Seite von Gabriela Sabatini. 15 love. Schon immer wieder beeindruckend, wie es Steffi Graf durch ihre exzellente Beinarbeit gelingt, die Rückhand so extrem zu umlaufen. Keine 20 Minuten, oder jetzt exakt 20 Minuten hat er gedauert, dieser erste Satz. 6-0 für Steffi Graf. Bislang ist es für sie wirklich eine bessere Trainingseinheit. Kann hier einiges ausprobieren in diesem Match. Love 15. Hot. 15 all. Schön durchgezogen von Steffi, aber der Ball kam ein bisschen zu hoch. Hatte nicht die richtige Flugparabel hinein, den Winkel, kein Problem für Nagyova.
30 all. Also das läuft ganz bitter für die 19-jährige Slowakin, die bislang noch immer nicht geschafft hat, ein Aufschlagspiel durchzubekommen. So, meine Damen und Herren, bei mir jetzt in der Kabine der Teamchef der deutschen Fed-Cup-Mannschaft, Markus Schur, sicherlich auch beeindruckt von dem, was wir hier sehen wollen, Steffi, ne? Ja, es ist wie in alten Zeiten. Es ist eigentlich überhaupt kein Unterschied zu erkennen. Sie hat praktisch fehlerfrei gespielt den ersten Satz. Ich glaube, ich habe 3 Fehler gezählt, 2 Doppelfehler, einen Vorhandfehler. Und ansonsten ist das Tempo so hoch, sie bewegt sich so gut. Es ist, wie gesagt, kein Unterschied zu erkennen. Nun ist natürlich auch diese Henrietta Nagyova eine dankbare Gegnerin. Hat hier eigentlich spielerisch keine Möglichkeiten, da wirklich was auszurichten gegen Steffi. Das ist sicher richtig. Ich meine, sie ist keine Rasenspezialistin, sie ist eine Handballspezialistin. Aber trotzdem, ich glaube, so wie Steffi jetzt hier momentan spielt, könnte man da auch 70, 80 der ersten 100 hinstellen und es würde das gleiche Ergebnis bringen. Da profitiert Steffi jetzt ein bisschen von einem Platzfehler. Aber sie übt so viel Druck aus, sie schlägt gut auf, sie spielt fast jeden Ball Vorhand. Ich glaube, sie spielt mindestens 80-90% aller Bälle Vorhand. Sie umläuft Rückhandbälle, die kann man normal auf Sand gar nicht umlaufen. Das ist auf Rasen wesentlich schwieriger und sie macht es trotzdem. Also der Stand der Fitness ist enorm hoch nach dieser langen Pause. Ja, unglaubliche Beinarbeit. Wir haben sie hier im Training beobachtet mit einigen unserer weiteren Spitzenspielerinnen und die konnten leider gar nicht richtig zugucken, weil es tut ihnen schon ein bisschen weh, wenn sie sowas sehen, wenn sie ihren eigenen Standard kennen. Und es ist einfach so viel besser als alle anderen Spielerinnen, dass man es kaum glauben kann. 40-15. Ja, Steffi hat so viel Biss, so viel Ehrgeiz, ist so hoch motiviert, wenn die auf den Platz geht. Für sie gibt es immer nur eins, gewinnen. Ja klar, das ist auch das, was sie jetzt angetrieben hat nach dieser schweren Verletzung, sich wieder auf diesen Standard zurückzutrainieren. Und das ist nur mit einer solchen Motivation möglich. Erste Aufschlagspiel von Steffi, das über Einstand geht. Hat jetzt ein bisschen Probleme mit dem ersten Service. Ja, das ist jetzt sicher so eine kleine Phase, wo sie ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten hat, wenn das Spiel so glatt läuft und kaum Gegenwehr von der Gegnerin besteht. Da fällt man mal kurz in so ein kleines Loch rein und wenn man dann wieder raus ist, dann geht es wieder wie von selbst. Also, Breakchance für die Außenseiterin. Ein bisschen arg viele Fehler jetzt von Steffi in diesem zweiten Spiel. Da hat sie vielleicht eine kleine Auszeit genommen, Markus Schur. Aber das steht ihr auch zu. Eigentlich kann ja nicht so wahnsinnig viel passieren. Nein, mit Sicherheit nicht.
sie wird wahrscheinlich jetzt sehr schnell wieder ein schnelles Rebreak machen. Gerade in solchen Phasen ist sie dann besonders ehrgeizig, anschließend wird sich nochmal mehr konzentrieren als vorher schon. Und also da sollte man eigentlich keine Bedenken haben. Das war wieder einer von diesen angesprochenen Wellen, den zu umlaufen auf Rasen. Das sollte jeder selbst mal probieren. Das ist wahnsinnig schwierig. Und dann auch so platziert zu spielen. Na, innerhalb von ein paar Minuten hat Steffi jetzt die Zahl der vermeidbaren Fehler auf ihrem Konto kurzerhand verdoppelt. Ja, sie ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Henrietta Nagyova immer so ein bisschen auf dem Platz rumläuft, als wenn sie gleich keine Lust mehr hat zu spielen. Aber man sollte sie da nicht unterschätzen. Sie ist bei jedem Punkt voll da. Ja, wenn Steffi ein bisschen aufs Tempo drückt, dann wird es natürlich für die junge Dame aus der Slowakei ein bisschen zu schnell. Scheint läuferisch allerdings nicht gehandicapt, ist ja kurz vorher mal umgeknickt. Ja, das sah ein bisschen gefährlich aus, als ob sie sich das Knie verdreht hätte. Aber es ist scheinbar nichts zurückgeblieben. Schon toll, wie Steffi den Platz aufmachen kann, mit einem einzigen Schuss. Ja, das ist ja, was ihr Spiel auf Rasen auszeichnet, dieser tiefe Rückhandslice, der den Platz aufmacht, dann die schnelle Vorhand anschließend in der Kombination. Das ist für die meisten Spielerinnen wahnsinnig gefährlich und das macht Steffi auf dem Boden so erfolgreich. Advantage Miss Nagyova. Zweiter Spielball für Nagyova. Game Miss Nagyova. Und sie gewinnt ihr zweites Spiel. Erstmals Führung für die 19-jährige Slowakei. Wir sind zurück hier auf Platz Nummer 1 bei der zweiten Rundenpartie zwischen Steffi Graf und Henrietta Nagyova. 6-0, 1-2 aus der Sicht der hier an Nummer 4 gesetzten Deutschen. Fifteen all.
30-15. Wechsel? Ja, das ist gut gespielt. Das ist einfach sehr druckvoll. Und wenn sie dann auch noch zum Schluss den Weg zum Netz findet, dann ist es natürlich perfektes Rasentennis. Also sie kann ja einiges ausprobieren, denke ich, heute mal in diesem Match, was ihr dann helfen wird, um in der zweiten Turnierwoche dann das Tennis zu spielen, das sie sich vorstellt. Und sie will ja immer am obersten Limit spielen. Sie ist nie zufrieden, ne? Das will sie. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch nicht allzu viel ausprobieren. Sie möchte immer jeden Ballwechsel so gut wie möglich spielen, möchte das Spiel so schnell wie möglich beenden und sie ist nie eine Spielerin gewesen, die gesagt hat, wenn sie gegen eine wesentlich schwächere gespielt hat, okay, jetzt probiere ich mal Aufschlagvolley oder jetzt mache ich einfach mal irgendwas, was mir später mal helfen könnte, sondern sie will einfach versuchen, das Match so perfekt wie möglich zu spielen. Zieht ihr Spiel durch, ja. Ohne Kompromisse. Steffi, natürlich jemand, den man unbedingt brauchen kann im Fed Cup. Markus Schur, wie sieht es denn da aus? Ende Juli geht es ja nach Moskau. Zum Spiel gegen die Russinnen, gab es da schon Gespräche? Da stehen Gespräche in den nächsten Tagen an. Ich möchte mich persönlich mit ihr mal darüber unterhalten. Es werden vom DTB mit dem Management Gespräche stattfinden. Die Fronten sind im Moment, wie man auch in der Presse gesehen hat, ein bisschen verhärtet, nachdem der letzte Vertrag nicht zustande gekommen ist. Aber ich denke, man kann über alles sprechen und da sollte das letzte Wort nicht gesprochen sein. Deine Einschätzung? Ich weiß es nicht. Man muss einfach mal abwarten, wie sie jetzt auch hier durch das Turnier durchkommt, wie sie sich wieder auf der Tour etabliert und man sollte ihr auch die Ruhe geben, bevor man sie mit irgendwelchen anderen Sachen belastet, denke ich. Aber es wäre schon eine tolle Sache, wenn sie spielen würde. Klar. Ich meine, das wäre eine wahnsinnig tolle Begegnung, Graf gegen Kurnikova. Anke wird spielen und was viel Besseres können wir, glaube ich, im Moment im Damen-Tennis kaum bieten. Nee. Also. Und wir übertragen das natürlich live. Ich glaube, es ist am letzten Wochenende im Juli. Ja, das wäre die konsequente Fortsetzung der Fußball-Weltmeisterschaft, würde ich sagen. Ja. Also Steffi hier auf dem besten Weg zum fünften Break gegen Henrietta Nagyova. Game is Graf. Also die Slowakin verliert wirklich zum fünften Mal hier ihren Aufschlag. 3-2 für Steffi Graf. Das erreichen wir schon. Apollinaris. The Queen of Table Waters. Time. Da haben wir nochmal die Steffi Graf Box mit einer logischerweise lachenden Heidi Graf. Gibt ja auch keinen Grund zur Besorgnis. Zumal hier auch die äußeren Voraussetzungen stimmen. Herrliches Wetter am heutigen dritten Tag. 6-0, 3-2 aus der Sicht der Deutschen. Love 15. Finde ich immer schade, wenn diese durchgezogenen Rückhandschläge von Steffi dann hängen bleiben, weil sie spielt sie ohnehin so selten. Dann wünscht man ihr, dass sie damit mehr Erfolg hätte. Ja, das stimmt, aber da ist sie jetzt gerade ein bisschen nach hinten gegangen. Den hat so ein bisschen zögerlich gespielt und man merkt, das war ja nie ihr Lieblingsschlag. Und gerade in so einer Phase, wo sie jetzt zurückkommt, ist das ein Schlag, vor dem sie wahrscheinlich noch ein bisschen Angst hat und den ein bisschen passiv spielt. Love 30.
Absolut souverän. 15-30. Das war eigentlich das große Vorfeld von der große Nachteil von Steffi eigentlich im Vorfeld dieses Turniers, dass sie einfach zu wenig Matchpraxis hatte. Viele Einheiten im Training mit Heinz Günther, aber ein Match, das ist eine andere Größenordnung. Ja, das ist ganz klar. Und dann waren es auch alles nur Matches auf Rasen. Da kriegt man eh keinen besonders guten Rhythmus. Noch dazu hat es die ganze Zeit hier in England geregnet. Das war jetzt auch, glaube ich, nicht die beste Voraussetzung für ihr Spiel, weil sie dann ein bisschen Angst gehabt hat, sich zu bewegen, sich wieder zu verletzen. Und wenn die Bedingungen jetzt so bleiben, wie sie momentan sind, kann man, glaube ich, noch einiges erwarten. Ja, die Plätze hier natürlich wesentlich schneller als in Eastbourne und in Birmingham in den letzten beiden Wochen. Kam ein bisschen spät, die Entscheidung war aber sicherlich korrekt. Spielball für Steffi zum 4-2. Beide haben ein bisschen Probleme mit dem Ballwurf, aber Sonne sticht natürlich rein hier in diesen Einser. Game is Graf. Also 4-2 Führung von Steffi Graf, die sicherlich in die nächste Runde marschiert, in die dritte. Es sieht ja eigentlich von der Auslosung her sehr günstig aus. Mary Pierce ist draußen, die wäre ja möglicherweise im Achtelfinale zur Diskussion gestanden. Der erste richtig große Brocken ist wohl Monica Seles in der Runde der letzten 8, Markus Schur. Ja, da kann man von ausgehen. Natascha Zvereva, nächste Runde, ist sicherlich ein härterer Test als heute. Mary Pierce ist eigentlich auch keine Rasenspielerin. Wäre sicher auch nicht die große Herausforderung geworden. Aber Monica Seles ist natürlich immer ein sehr, sehr schwieriges Match für Steffi gewesen. Wird es auch nach wie vor sein und es wird sicherlich der erste große Test werden, ja. Die Frage wird ja wirklich sein, wenn es zu dieser Konstellation kommt, ob Monica Seles wirklich 2 Grand Slams hintereinander so gut spielen kann, ob sie in der körperlichen Verfassung ist, so viele Matches hintereinander zu gewinnen. Ja, ich denke schon, sie hat zwischendrin, glaube ich, jetzt nichts mehr gespielt. Sie hat 14 Tage Zeit gehabt, sich zu erholen. Rasen ist jetzt auch nicht unbedingt ihr bester Belag, denke ich. Steffi hat sich hier, glaube ich, schon mehrfach sehr deutlich geschlagen. Ich würde Steffi da schon als große Favoritin ansehen für diese Begegnung. Out. 40-15. Also, dritter Spielgewinn für Henrietta Nagyova. Steffi führt 4-3 ins Rote. So, Steffi, ein paar Spielchen muss sie noch bestreiten. Hier auf dem Einser, bevor sie zum Duschen gehen kann, will er immer sehr, sehr früh ran. Das wissen natürlich auch die Organisatoren und versuchen meistens Steffi für das erste Match des Tages anzusetzen. Let
15-0. Ja, Ball wird gut gegeben, auch wenn die Slowakin das nicht so recht fassen kann. Aber es hat sich das magische Auge nicht gemeldet, also die Länge muss gestimmt haben. Out. 30-15. Sehr guter Aufschlagrhythmus jetzt. Das war das, was ich gehört hatte, als er wieder angefangen hat, die ersten Matches zu spielen, dass der Aufschlag nicht richtig funktioniert hat. Es gehört auch mit zu den schwierigsten Sachen, einen guten Aufschlagrhythmus, einen guten Return-Rhythmus zu kriegen. Und ich denke, sie ist da auf einem guten Weg. Ja, die kann schon Tennis spielen, diese Henrietta Nagyova. Ich habe es eingangs gesagt, inzwischen bereits an Position 23 der Weltrangliste geführt. Ja, sie spielt immer konstant bei allen Turnieren, wo sie ist. Sie verliert selten mal gegen eine Spielerin, die hinter ihr steht. Sie spielt eigentlich immer an ihrem Limit. Sie zeigt das, was sie bringt das auf den Platz, was sie kann. Und deswegen hat sie sich auch jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit sehr gut verbessert. Aber für einen Sieg über eine Steffi Graf reicht's. Für einen Sieg über eine Steffi Graf reicht's heute natürlich nicht. Und ich denke mir, dass die Steffi jetzt mal richtig Gas gibt beim Return, um vielleicht mit einem weiteren Break das Ding zuzumachen. Vielleicht macht sie so wie vorgestern. Da hat sie ein unglaubliches letztes Spiel gemacht mit 4 Vorhandwinnern. Das war mehr als beeindruckend. 15 love. Schade. Aber mit dem Rückhand Drive gelingt es ihr noch nicht, die Bälle so gut zu platzieren wie mit ihrem Slice. Da hat sie einfach mehr Rhythmus, mehr Gefühl. Ja, das ist einfach eine Rhythmusfrage. Sie hat die beiden jetzt alle ein bisschen spät getroffen. Und wenn sie da ein bisschen weiter nach vorne kommt, dann im Schlägerkopf, dann werden die auch wieder funktionieren. Diese Vorhand. 30. Left first serve.
Es ist der 19-Jährigen sehr selten gelungen, innerhalb dieser Partie Steffi so auf der Rückhandseite festzunageln, dass sie überhaupt keine Möglichkeit hatte, da mal zu umlaufen. Ja, das ist auch sicher sehr schwierig für sie, diesen tiefen Slice druckvoll zu spielen. Und da hat sie jetzt den notwendigen Mut gehabt und diesmal ist es ja gelungen. Henrietta Nagyova am Boden, aber es ist nichts passiert. Sie ist scheinbar ein bisschen auf den Finger gefallen. Was einigermaßen lädiert, geht die da vom Platz dann. Erst das Knie verdreht und jetzt Probleme mit dem Finger. Advantage, Miss Nagyova. Also Steffi muss nochmal aufschlagen. Vierter Spielgewinn von Nagyova im zweiten Satz. Also der zweite Satz sieht doch jetzt ganz erträglich aus der Sicht von Henrietta Nagyova. Aber ich denke, dass Steffi kein zweites Mal ihr Service abgeben wird. Schlägt jetzt auf zum möglichen Matchgewinn. Knapp eine Stunde gespielt, exakt 54 Minuten. Ja, dabei war gut. Hat sich Steffi ein bisschen verschätzt. Matchball für Steffi Graf. 56 Minuten gespielt. Und nochmal kam der erste Aufschlag. Also Steffi Graf ist durch, steht in Runde 3 nach diesem 6:0 und 6:4 über Henrietta Nagyova, Markus Schur.
Unser Fazit, es sah zunächst aus, als sollte die junge Slowakin überhaupt keinen Fuß auf den Boden kriegen. Dann steht sie ein bisschen unkonzentriert. Ja, es war ein perfekter erster Satz, würde ich sagen. Da hat sich nahtlos angeschlossen an den zweiten Satz vom Montag. Im zweiten Satz ein bisschen Konzentrationslücken, dann hat sie ein paar leichte Fehler gemacht. Das hat Henrietta Nagyova Mut gegeben, ein bisschen mehr dagegen zu halten. Aber ich denke, es war eine gute Leistung und je mehr Matches Steffi spielen wird, desto souveräner wird sie auftreten. Ja, sie konnte sich immer steigern bei großen Turnieren von Match zu Match und so ein Grand Slam dauert ja 14 Tage. Also wahrscheinlich die nächste Gegnerin von Steffi Graf, Natascha Zvereva, die Weißrussin, ich habe es eingangs schon mal gesagt, die hat ja schon mal fürchterliche Prügel bekommen von Steffi 88 bei dem French Open im Finale, aber auf Rasen sieht das alles natürlich ein bisschen anders aus. Also viel Applaus für Steffi, auch heute von den Ringen, das wird ihr gut tun. Danke Marco Schur, wir werden uns in den nächsten Tagen sicherlich noch ein paar Mal treffen. Das war's von hier, gleich melden sich aus unserem Studio Jonas Siedl und Wiltrud Probst und werden dieses Match von Steffi Graf nochmal aufarbeiten, analysieren. Tennis im DSF, präsentiert von Parodontax. Ihr Ass im Kampf gegen Zahnfleischprobleme und Parodontose. Wimbledon.